Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich habe heute eine leckere Erdbeermousse, ganz ohne Ei, für euch. Und hier ist es ganz egal, ob ihr sie als Nachtisch verwendet oder auch als leckere Tortenfüllung. Hier ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir starten jetzt los. Ich zeige euch zuerst die Zutaten und anschließend natürlich auch die Zubereitung. An Zutaten benötigen wir 300 Gramm Erdbeeren, 150 Gramm griechischen Joghurt, 50 Gramm Zucker. Hier könnt ihr aber selbst entscheiden, wenn ihr es süßer haben möchtet, dann könnt ihr gerne noch mehr Zucker mit dazugeben. Außerdem benötigen wir 400 Milliliter süße Sahne, 50 Milliliter Orangensaft, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, alternativ könnt ihr auch das Mark einer Vanilleschote verwenden und wir benötigen ein Päckchen Agatine. Gestartet wird mit den Erdbeeren. Diese gebe ich in einen Kochtopf zusammen mit dem Zucker, dem Vanilleextrakt, dem Orangensaft und der Agatine, gebe alles auf den Herd und lasse es für mindestens 2 Minuten köcheln. Anschließend püriere ich alles mit einem Pürierstab. Gebe das Erdbeermus durch ein Sieb und lasse es auf Zimmertemperatur auskühlen. Ist dies geschehen, wird der Joghurt untergerührt. Anschließend die Sahne steif geschlagen und untergehoben. Dazu nehme ich mir erstmal einen großen Esslöffel voll, rühre dieses in das Erdbeermus ein und die restliche Sahne hebe ich dann vorsichtig unter. Anschließend kann das Erdbeermus in Dessertschälchen abgefüllt werden und sollte für mindestens 4 Stunden im Kühlschrank fest werden. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr selbstverständlich auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn natürlich auch hier unter dem Video wie gewohnt in der Infobox. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, denn auf meinem Blog schreibe ich euch auch die Variante, wenn ihr das Ganze mit TK-Obst zubereiten möchtet oder auch mit Gelatine. Wenn ihr wissen möchtet, was ich mit dieser leckeren Füllung gemacht habe, dann schaut bei diesem Video vorbei und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch meinen Kanal und klickt einfach auf das Foto von mir. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video. Macht's gut! Tschüss!